Wir sind auf dem Weg nach Pangeahausen. Es regnet ein bisschen. Johannes schneidet Vlog. Max und Gabby sind schon vor Ort. Die Bühne soll wohl ein bisschen klein sein. Es soll matschig sein, aber es soll wohl ganz schön sein. Schauen wir mal. Also, wir machen ein kleines Päuschen. Ich habe exakt nicht aus dem Fenster geschaut, deswegen weiß ich nicht, wo wir sind. Es sind ungefähr 3,5 Stunden. Nee, noch 4 Stunden. Wir sind noch 4 Stunden entfernt von Rimnitz am Dammgarten. 1 gegen 1 im Ausdruckstanz. Oh ja, oh ja. Okay, gleich dann. Eieieiei. Ein richtig toller Sommertag. Wir sind echt gleich da. Parken, Meer. Wie geht's uns? Müde. Sehr müde. Krass, dass man direkt am Campingplatz vorbeifährt. Wir sind heute hier in Rebnitz-Dammgarten. Es hat uns nur 12 Stunden gekostet, um hier hochzukommen. Wir sind alle müde, aber haben Bock. So, Freunde, wir sind angekommen und der André zeigt euch jetzt mal den Backstage. Am rechten haben wir Gabby. Hallo Gabby. Ein Kühlschrank gefüllt mit Leckereien. Das ist der Tisch, wo später noch gepokert wird. Außerdem ein Sofa und ein Spiegel. Also alles abgedeckt, was wir brauchen. Das soll ja mit euch mal Zeit verbringen. Wir spielen heute um 23.20 Uhr. Wir haben mit Milky Chance gequatscht und ein ganz, ganz unangenehmes Video gedreht mit denen. Hey, servus. Hey. Hi. Hey, mega Frisuren. Wir wollten Paula Hartmann so von der Seite der Bühne anschauen und dann hat der Bühnenmanager gefragt, wer wir denn sind, und dann haben wir gesagt, von Paul Wetz, und dann hat er gesagt, nee, dann nicht. Wieder geerdet, wir sind wieder gelandet auf dem Boden, da wo wir hingehören. Es geht einmal durchs Festival. Ich bin jung, ja. Was? Was passiert gerade? Viel zu viel. 23 Uhr, blubber mich gerade warm. In 20 Minuten geht's auf die Bühne. Let's go. Sehr gut. Lass raus. Lass es raus. Ja, sie sind mal einfach nur Spaß. Das war der erste Gig, wo ich gar nicht aufgeregt war. Glaube nicht. Ich hatte mich so gewundert, davor war so, hä, soll ich jetzt Panik haben, weil ich nicht aufgeregt bin? Weil ich so, du weißt doch, was du singst, geht's einfach hoch und sing die Scheiße. Alter, was ein Timing. Es war intens beim Pangea, war geil. Wir sind alle ein bisschen geschlaucht, ein bisschen müde, jetzt haben wir 2.28 Uhr. Kommen jetzt beim Hotel an, wird eine Runde gepennt und morgen geht's nach Dresden. Gute Nacht. Es ist 2:30. Ich glaube noch später, so, ne? Kannst du gerade erzählen. Wir waren 2 Stunden unterwegs und jetzt sind wir hier vor diesem f***ten kleinen Hotel. In so einer f***ten süßen kleinen, schaut ich um, Stadt in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. I don't know. Und wir kommen nicht ins Hotel. Ich kann anbieten,
dass wir zu mir fahren. Es liegt auf dem Weg. Also wir müssen halt eben Berlin vorbei. Auf dem Weg liegen? Weil wir über Berlin müssen. Wir sind über Berlin noch. Natürlich. Fuck, wo sind wir? Also ich fahre auf jeden Fall durch, ich kann fahren. Es ist 4.24 Uhr und wir sind jetzt nicht im Hotel. Wir sind im Hotel Max angekommen. Heute ist ja auch ganz entspannt. Wir sind heute Morgen von Pforzheim gestartet, Rostock gefahren und schlafen heute in Berlin. Weil wir morgen natürlich in Dresden spielen. Das ist kein Problem, stört keinen großen Geist, dass wir heute 20 Stunden gearbeitet haben. 22. Geht der weg nicht. Das sieht so fertig aus. Mit Musik Geld verdienen, haben sie gesagt. Macht's nicht, Kinder, macht's nicht. Hey! Mach auf! Ich hab für dieses Auto gezahlt! Nee, sonst alles gut. Haben gut geschlafen, von 4.30 Uhr bis um 9. Was ich dazu sagen kann, sieht man eigentlich, man findet keine Worte. Das Beste ist, wenn man das da sieht, also dann ist ja wirklich alles vorbei. Wenn ihr Menschen seht, die diese Dinger da haben, traut ihnen nicht. Guten Morgen. Hallo. Buongiorno. Buongiorno. Wir sind da, das erste Mal in Dresden. Wir sind, obwohl es gestern so eine scheiß Nacht war, sind wir gut drauf. Halt echt, stimmt. Let's go. Let's go. Wir haben mal wieder krank Hunger, weil wir unterwegs sein essen wir nur Scheiße und irgendwelche Brötchen. Gutes veganes Catering, ich sag's euch. Guck mal, es gibt einfach... Einfach veganen Leberkäse. Wow. Mal schauen. Mal schauen. Diese Essiggurken weißt du denn, aber... Ich weiß nicht warum, aber da steht auf jeden Fall ein Basketballkorb. Und jetzt rasieren wir mal kurz den Paul. Und rein damit. Deine Technik ist auch wirklich unterirdisch. Komm, gib mir noch einen. Glückspilz. Heute machen wir ein bisschen musikalischer. Heute sagen wir auf drei. Bongola, Bongo Cha Cha Cha. Ja, ja, ja. Und los. Eins, zwei, drei. Bongola, Bongo Cha Cha Cha. Das ist auch sehr schön, wenn die so nach oben sitzen, dann sieht das immer schnell aus, als wäre das so ein volles Amphitheater. Das hat schon Spaß gemacht. Ich fand Johannes heute ein bisschen schlecht. Du bist Johannes. Hallo. Hallo, willkommen bei der schönen Show. Hat Spaß gemacht heute in Dresden und wir sehen uns in Stuttgart. Lasst euch nicht irritieren von meinem Lächeln. Heute ist ein sehr trauriger Tag, weil es ist der letzte Tag vom... André. Vielleicht auch! André. Du bist gekündigt! Oh, kündigt! Nein, heute ist der letzte Tag von Gabby. Ich bin so dankbar für die Zeit. Den Kollegen, den werden wir eine Weile nicht mehr sehen. Wir sehen uns in Stuttgart. Und es geht los, wir gehen rein! Jetzt! Hinsetzen, mein Freund! Zumachen, bitte! Was?